Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins. Und wir sind immer noch im Ratus Adex und versuchen herauszufinden, wie wir Lady Fina aus der Barriere bekommen. Ja. Lady Fina ist etwas nicht in Ordnung. Oh, nein. Beachtet mich einfach nicht. Lady Fina. Gibt es irgendetwas, was wir für euch tun können, solange ihr dort drin seid? Was meinst du? Also ihr seid aus irgendeinem Grund zu diesem Turm gekommen. Und bei allem, was ich gesehen und gehört habe, denke ich, dass die Sache langsam kritisch wird. Ich weiß, dass ihr und Lady Rhea uns keine Sorgen machen wolltet. Also habt ihr das meiste für euch behalten. Und ich verstehe es, wenn ihr uns immer noch keine Details sagen wollt. Aber es muss einen Weg geben, wie wir euch helfen können. Bei dem, was ihr hier tun wolltet. Unique. Mit allem Respekt, Lady Fina, ich glaube, Unica spricht für jeden von uns. Selbst wenn unsere Fähigkeiten nicht so stark sind, werden wir Ritter helfen, wie es möglich ist. Genau wie wir. Wir folgen den Anweisungen, die ihr uns gibt, ohne zu fragen. Sagt uns einfach, was sie tun sollen. Ich danke euch. Allen von euch. Vielleicht ist es das Beste, wenn ich euch alles sage. Es schmerzt mich, das zu sagen, aber bitte hört mir gut zu. Lady Fina? Natürlich. Was ihr mir wünscht, Milady. Wie förmlich. Wo soll ich beginnen? Ich denke mit der Wurzel unserer Probleme. Wie ihr wisst, wurden wir in den letzten Jahren mehr von diesen Dämonen angegriffen und überrannt. Was ihr nicht wisst, ist der Grund hinter diesen Angriffen. Glaubt es oder nicht, aber die schwarze Perle und das Kleria-Metall sind schuld daran. Was? Das könnt ihr nicht ernst meinen. Aber die schwarze Perle und das Kleria waren die Säulen unseres Landes. Wie können sie schuld daran sein, dass die Dämonen eingreifen? Wollt ihr damit sagen, dass nicht diese Außenstehenden für das Ganze verantwortlich sind? Also sie sind nun darin verwickelt. Sie haben die volle Kontrolle über die Dämonen erlangt. Aber sie sind nicht dafür verantwortlich, dass die Dämonen selber entstanden sind. Diese Ehre geht der schwarzen Perle zu, welche eine bösartige Energie beschworen hat. Wir bezeichnen sie als dämonische Essenz. Die dämonische Essenz? Es ist schwer, sie in Worte zu beschreiben. Ich denke, es ist ein bösartiger Wille. Die reine Essenz des Dämonentums selber. Einfach ausgedrückt, die dunkle Seite der Magie. Und als die schwarze Perle die magischen Fähigkeiten über unser Land gebracht hat, hat sie auch die dunkle Energie ausgebreitet. Und als es sich ausgebreitet hat, hat es die Erde selber verseucht, sie verdreht
und neu geformt, bis sich daraus den Boden geformt haben und sie zum Leben erwacht sind. Ja, das hat man schon im Intro gesehen, wie da dieser eine dämonenförmige Felsen war, auf die dieser Tropfen gefallen ist, und da sind da auf einmal die Dämonen daraus entstanden. Das ist sehr ernst. Ist das der Grund, warum Großvater und die anderen Priester das Elkleria weggeschafft haben? Ist es. Das Kleria wurde von der schwarzen Perle erschaffen. Also war seine Präsenz in der Erde der Überbrücker für all diese Verseuchung. Deswegen sind auch viel mehr Dämonen innerhalb der Kleria-Mine entstanden. Also haben wir mit der Hilfe der sechs Priester das gesamte Kleria in einer Kammer weggesperrt außerhalb der Einwirkung der schwarzen Perle. Okay, ich denke, ich habe den Teil mit den Dämonen verstanden. Aber was ist mit diesen Außenstehenden? Was haben die mit einem Leben zu tun? Ich würde auch gerne die Antwort dazu wissen. Ihr Timing war ein bisschen zu perfekt, meiner Meinung nach. Ich weiß leider die ganze Story auch, die ganze Geschichte auch nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie von der dämonischen Essenz wissen. Der Zauberer Dallas hofft, die komplette Kontrolle über die schwarze Perle zu bekommen, sodass er sie perfekt machen kann. Und dieser Turm ist der perfekte Ort für diese Sache. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das klingt alles so verrückt. Was ist los, Jonika? Also, wenn Dallas hinter der schwarzen Perle her ist, warum habt ihr sie dann hergebracht? Habt ihr sie nicht direkt in die Schusslinie gebracht? Jonika, denk an deine Position. Du darfst die Göttin nicht in Frage stellen. Es tut mir leid. Nein, du hast das Recht zu fragen. Unser Gedanke für das Bessere oder Schlechtere war es, die dämonische Essenz wieder in die schwarze Perle zu versiegeln. Es ist die einzige Möglichkeit, die Dämonen für immer loszuwerden. Also haben Rhea und ich die schwarze Perle hierher gebracht. Ich sehe, das macht Sinn. Und ich denke, wenn die Leute es erfahren hätten, hätte es eine Massenhysterie gegeben. Also das beantwortet die Frage, warum ihr beide verschwunden seid, ohne etwas zu sagen. Denkt nicht falsch. Jonika hat wirklich recht. Wir haben ein großes Risiko auf uns genommen, die schwarze Perle hierher zu bringen. Wenn sie vom Feind in die Hände des Feindes fällt, ist es fast unmöglich, sie wieder zurückzubekommen. Also meine Bitte an euch ist eine einfache. Solange ich hier festsitze, beschützt Rhea und die schwarze Perle. Natürlich. Überlasst das uns. Also ich denke, unsere Aufgabe ist klar. Jemand sollte hier bleiben und Lady Fina beschützen und versuchen, diese Barriere zu lösen. Und wir sollten das mit Vater Shion bereden.
wie wir uns am besten aufteilen, um weiterzumachen. Okay, die Zauberer werden hier bleiben und versuchen, die Barriere zu lösen, während wir Ritter weiter vorgehen und die Rea finden. Sollten die Feinde die schwarze Perle in ihre Hände bekommen, wird die dämonische Essenz freigesetzt und alles ist verloren. Wir müssen Lady Rea so schnell wie möglich finden und sie beschützen. Ja, Sir. Wir werden sofort bald ausrücken. Aber es gibt noch eine Sache, die wir tun müssen, bevor wir gehen. Knappe Judikatopfer. Yes, ja, Sir. Knie dich nieder. Tu es einfach, Julika. Okay. Was ist das für ein saures Gesicht, Cecilia? Ich denke immer noch, dass es zu früh ist. Ach, das überrascht mich nicht. Du bist nicht einfach zufriedenzustellen. Wärst du Kommandant? Glaube ich nicht, dass einer von uns irgendwas schaffen würde. Hä? Lady Fila, ich muss euch darum bitten, diese Zeremonie so einfach wie möglich zu halten. In unserem augenblicklichen Zustand ist das der einzige Weg, wie wir vorwärts kommen. Das ist in Ordnung, Sir Galion. Bitte fahrt fort. Ha? Judikatova. Von diesem Tag an bist du ein wahrer heiliger Ritter des Solomon-Schreins. Lady Fina bezeugt diese Beförderung. Und jetzt ist Juli kein Ritter, kein Knappe mehr. Akzeptierst du diesen Titel und alle Pflichten, die er mit sich trägt? Ja, Sir. Es ist mir eine Ehre, Sir. Gratuliere, Julika. So, jetzt haben wir denselben Rang, Partner. Rabona Roy. Nun, da du eine richtige Ritterin bist, sind deine Pflichten viel mehr und die Erwartungen, die an dich gestellt werden, viel höher. Mach dir keine Sorgen, Cecilia, ich werde euch nicht enttäuschen. Ich habe ein Auge auf deinen Fortschritt geworfen, sogar bevor wir hier angekommen sind. Und du hast wirklich mehr geleistet, als deine Pflicht war. Es ist nur richtig, dass deine Hingabe in Erinnerung bleibt. Deine Klugheit und dein Mut haben uns erlaubt, Lady Fina hier zu sehen. Vielen Dank, Commander. Julika. Ja. Lady Fina, du hast es geschafft. Du hast das Versprechen, was du uns gegeben hast, gehalten. Du hast es sogar geschafft, unsere Erwartungen zu übertreffen. Ich wünschte nur, Rea hätte das miterleben können. Auch sehen können. Wie auch immer. Ich gratuliere dir, Sir Judikatova. Kein anderer verdient diesen Titel mehr als du. Natürlich macht sich ein weiterer Teil von mir nur noch mehr Sorgen über dich. Mehr als ich vorher schon war. Du warst immer wie eine kleine Schwester für uns.
Also bitte stürze dich nicht gleich in die Gefahr. Ja, Milady. Und so setzen die Ritter ihre Suche nach Lidiria fort. Julika hat den Titel eines Ritters bekommen und beginnt wieder ihre Suche im Turm. Die Melodie passt gar nicht so richtig jetzt gerade hier rein. So. Mit den drei könnten wir noch sprechen. Denke nicht, dass das nur zur Show war, Junika. Du hast es wirklich verdient, ein heiliger Ritter zu sein. Aber bitte streng dich. Bahnstreng dich nicht. Ich lasse Rhea und die schwarze Perle in deinen Händen. Überlass die Barriere uns Zauberern. Mit genügend Zeit kriegen wir Lady Fena daraus. Gratuliere dir, Junika. Deine Aktion hier drin war sehr inspirierend. Ich versuche mein Bestes, um so zu scheinen wie du. Ein wahrer heiliger Ritter nun. Wie fühlt sich das an, Julika? Sicherlich etwas seltsam nach dieser verrückten formalen Zeremonie, die Galeon da abgezogen hat. Aber er ist nun mal einer, der sich an Traditionen hält. Und ja. Damit verlassen wir den Rados Annex mal wieder. Gehen draußen abspeichern. Und leider ist jetzt hier nicht besonders viel passiert, nur wieder ein Haufen Story-Technisches. Aber dafür geht es jetzt dann wieder mit dem Kämpfen weiter. Wir haben nicht mal ein Level gemacht in dieser Dreiviertelstunde. Aber gut, dann bis zum nächsten Mal.